MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ja, hallo YouTube, hier ist nochmal euer CLC mit Toastbrot an die Wand zu einem Tutorial zu Arma 3. Und zwar gehen wir jetzt ein paar folgende Dinge zu, und zwar ganz kurz über Erstellung von Units, also von Personen, Einheiten, Fahrzeugen, dann eben über Wegpunkte und natürlich das Respawn-System. Fangen wir kurz hier mal an. Wir haben hier die kleine Stadt hier und möchten natürlich ein kleines Team Deathmatch machen. Hier haben wir natürlich mehrere Fraktionen. Nehmen wir jetzt mal die Amerikaner, sind jetzt die blauen immer. Hier über Man könnten wir noch entscheiden, eben ob zum Beispiel Sniper werden, normale Soldaten und dann natürlich auch die Klasse hier. Wir nehmen jetzt natürlich den Rifleman. Er ist der Spieler. Wir haben hier eben, ob er Spieler ist, Nicht-Spieler, also NPC, Playable, also ob er Multiplayer spielbar ist, der Rang und wie lange diese Person schon auf dem Spielfeld lebt. Hier die Richtung, wohin er schaut. Wie viel Munition er hat, Benzin, naja, also als Mensch hat man kein Benzin, sein Leben. Der Skill ist eigentlich für die KI meines Wissens relevant. Und der Name und eben, ja, die ganze Beschreibung hier. So, jetzt haben wir hier die erste Figur gestellt. Was wir mal machen, können wir eben Playboy machen. Am besten gehen wir aber hin, wenn wir nicht in einer Gruppe haben wollen, C. Es trägt C, kopieren also und dann Strike V und dann können wir sie dann einfügen. So. Und jetzt, damit sie nicht NPC bleiben, sondern dass auch Mitspieler sie spielen können. Wir können sie natürlich durch KI ersetzen lassen, aber hier muss ich mal schnell Playable. So, hier. Und auf der Gegnerseite natürlich auch. Rote Soldaten. Die können auch kopieren, einfügen. Und die dann Playable machen. So. So, es ist nächstes eben auch wichtig, eben, dass wir gegeneinander kämpfen können, sind Wegpunkte. Klicken hier, könnt ihr oben auf Change Editors, das werdet ihr normal haben, das ist der neue. Und ihr könnt auf traditionell klicken, dann habt ihr eben wie ich hier den normalen aus Arma 2 bekannten. Dem bin ich besser vertraut. Klickt auf Waypunkte, klickt eine Person an, am besten eben nur eine. Klickt ihr doppelt irgendwo auf die Stelle, dann könnt ihr einstellen, wie er feuern soll. Ich mache immer Open Fire und eben auch zurückschießen. Formation, der ist ja in keiner Gruppe, also irrelevant. Er soll langsam laufen und nicht eben rennen oder so. Dann eben, ob er, also eben, dass er geschützt, also verdeckt vorgeht, dass er sicher vorgeht und alles. Ich mache mal hier auf No, dass er ganz normal macht. Das könnt ihr dann bei jeder Person anders machen. Ich mache das einfach mal irgendwas Zufälliges hier. Das ist an sich dann irrelevant. Das könnt ihr selbst entscheiden, das könnt ihr dann bei denen dann auch machen. Hier dann so Sachen machen. Dann nochmal, ja, so könnt ihr es einstellen, ihr müsst nicht mal aussehen wollt. Ihr könnt jetzt die Person anklicken, wenn sie einen W-Punkt hat, dann macht sie weiter, dann geht er direkt, wenn er da war, zum nächsten. Das könnt ihr dann verbinden. Dann haben wir eben noch bei den Units sehr wichtig, könnt ihr unten auf Amperity. Und dann werden hier, diese Helikopter sind alle leer, da ist jetzt niemand drin. Und der Ammo könnte von jeder Fraktion die Sachen liegen lassen, solche die Standardwaffen. Die Kisten könnt ihr dann auch drehen. Shift-Taste gedrückt halten, dann könnt ihr sie auch schon so drehen. Ja. Ihr könnt auch mehrere Sachen so markieren und dann gleichzeitig auch verschieben. Und auch C und Copy drücken, also C kopieren und dann eben CV einfügen. Könnt ihr dann hier zum Beispiel auch eben machen. Könnt ihr auch dann gleichzeitig so drehen. Shift. Das geht auch. So. Ja gut, das Wetter-Sachen, das ist natürlich überwiegend, denke ich mal, auch selbstverständlich, außer gibt es Fragen zu. Bei den Einheiten, ja, hier es ist ja eben 2D-Vitor, also wir können hier nicht allzu viel machen. Wir können also nicht große Sachen einstellen. Das ist ja größtenteils eben vordefiniert.
Mit der Beta sind ja eben einige Sachen wie auch der Sniper und so hinzugekommen, die auch playable sind. So, jetzt machen wir natürlich noch, ihr möchtet natürlich auch, dass wir in diesem Team Deathmatch gegen NPCs oder auch gegen Spieler eben respawnen können, also wieder einsteigen. Da klicken wir hier auf Markers. Es ist ein anderes System, wie das mit dem Kreuz dort. Wir schreiben rein Respawn East. Wenn alles russische Spawn. Wenn ich noch richtig im Kopf habe, das müsst ihr ausprobieren, das bin mir nicht ganz sicher. Ja, YouTube, nochmal ganz kurzes Zwischending. Bei der Eingabe der Marker ist mir ein kleines Problem passiert. Und zwar ist mir passiert, dass ich da vergessen hatte, dass dieser sogenannte Unterstrich, der hier ist, so Videoaufnahme ist. Deshalb wird kurz ein Videodinge eben nicht ganz angezeigt. Und kurz, wie ich gesagt hatte, eben in diesem Umkreis spawnen die Leute hier, hier und dort. Wenn ein Gegner hier entlang kommt, spawnt ihr etwas weiter weg. Dem wichtig hier Respawn East und eben das andere West. Und was euch nicht mal gezeigt worden ist, es ist eben Respawn. Jetzt keine Sorge, ich hab's richtig. Es ist Gur für Gorilla, also für die Grüne Armee. Also die Grüne Armee wird dann dort spawnen, sofern ihr dort eben grüne Soldaten platziert habt. Das war nochmal zum Einwenden und dann geht es direkt weiter zum Rest des Videos. So, der erste läuft da los, den wir auch eingetragen hatten. Die anderen haben wir ja nicht wirklich eingetragen da. Uppala, war ja nur halb beabsichtigt. Ja, und die gegnerische KI wird dann auch gleich kommen. Hier sind eben die Kisten, die wir dann eben auch dann benutzen können. Das sind jetzt eben amerikanische. So türkisartige, so in etwa sind amerikanische, weiße sind eben von der Grünen Armee und so grünlicher, also so gelbliche sind dann eben der Russen. Ja. Der Respawn-Punkt ist ganz wichtig. Der funktioniert eben nur, wenn wir gleich ein Skript schreiben. Wir werden gleich auf den Desktop wechseln und da werde ich euch das dann auch zeigen. Nochmal kurz was ganz anderes, wichtiges. Save As müssen wir klicken. Einen Namen angeben, wie zum Beispiel ein Test-Video. Nehmen wir mal einen, nehmen wir mal kurz Möpfur YouTube und nehmen dann Multiplayer. Im Singleplayer-Map wird das dann auch funktionieren, denke ich mal, dieses Respawn-System, aber wir haben jetzt gesagt, wir möchten ja eine Multiplayer-Map machen. Dann, was gibt es noch hier? Wir haben den Intel, Advanced Intel, da können wir eben auch nochmal Namen eingeben. Map for YouTube. Was reinschreiben, ja. Das sind eben wieder als Dings abspeichern. Map for YouTube. So. Und dann denken wir mal, sehen wir uns gleich wieder auf dem Desktop. So, YouTube, da sind wir auch wieder. Wir sind hier in Bibliothek, Documents, Armor Free, Missions, Map for YouTube eben. Die Karte, wo wir gerade abgespeichert haben. So, hier ist nur das eben Mischen drin. Das beschreibt eben die Sachen, wo, ja, über die Einheiten, Skills und so weiter. Jetzt können wir auch einfügen drücken. Also ihr jetzt nicht. Entschuldigung. Ihr müsst eine Datei erstellen. Mit diesem Inhalt hier. Respawn gleich Base. Wenn ihr das macht, heißt das genau. Ihr werdet bei der Basis respawnen, also bei dem Marker, den wir eingetragen haben, mit Respawn West und East. Das kommt dann eben, dass es immer ist. Und im Dialog könnt ihr Through machen. Das heißt, wird angezeigt, wird allen Spielern angezeigt, dass ihr wieder respawned seid oder nicht. Dann speichert ihr dieses Dokument hier unter Description All Data und macht .ect. EXT. Ja, hier. Das müsst ihr unbedingt machen. Und wenn ihr das abgespeichert habt, dann könnt ihr die Map im Multiplayer starten und dort drüber dann auch ja, respawnen im Multiplayer. Das gilt für NPCs, werden auch spawnen. Wenn die NPCs spawnen, werden sie dann ihren zugefügten Wegpunkt wieder ablaufen. Also ihr habt dann wirklich einen ja, KI, die Wegpunkte folgt, die eben auch dann agiert. Und dann, wenn sie stört, wird respawnt und aber denselben Wegpunkt wieder folgt. Ja, und ihr spawnt natürlich auch. Ganz wichtig nochmal bei der Sache ist, wenn ein NPC erschossen wird, also eine KI, dann wird das nicht angezeigt.
Nur wenn ihr oder ein Mitspieler getötet werdet, steht dann, euer Name wurde getötet. Das steht dann da. Ja, dann dauert es 2 Millisekunden, dann steht ihr wieder genau dort, wo ihr euren Respawn-Punkt gesetzt habt. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wichtig ist, ihr müsst diese Description bei jeder Map einfach, könnt ihr es copy-paste und sie bei der nächsten Map wieder einfügen, im Ordner reinkopieren und dann so, ja. Wenn ihr diese Map eurem Freund schickt, dann müsst ihr den Ordner Gesamtlauf mit den beiden Daten rüberschicken. Sie müssen es genau da rein kopieren. Aber das bräuchte ihr nicht, wenn sie euch nämlich im Multiplayer beitreten, dann ja, wird es automatisch heruntergeladen. Das war wieder ein ganz kleines Tutorial von neuen TC mit Toastbrot an die Wand. Wenn euch das gefallen hat oder mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ja, dann sehen wir uns auf YouTube.